Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, hier vorne gab es ja irgendwo die Scavengers. Wenn wir hier wieder genauso hochgehen. Die Mallrats lassen wir mal in Ruhe, weil da sind dann auch die Wölfe, wo wir gegen so viele auf einmal nicht ankommen können. So, dann machen wir hier die erstmal leer. Machen hier aber noch mal ein Safe Game. Und dann gehen wir hier unten rum und schnappen uns die Scavengers, die da unten sind. Weil bei den Mallrats oben, da sind auch direkt die Wölfe bei. Und zwar zu viele auf einen Schlag. Dass wir das nicht schaffen. Dann doch lieber hier die Scavengers. So, komm. Nice. So, dann fehlt uns jetzt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Wir brauchen nur noch 60 Punkte. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch was finden, was wir erlegen können. Beziehungsweise hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. Nur sicherheitshalber. Da sind wieder diese Blutfliegen. Da will ich auch noch nicht alle auf einmal. Hier haben wir eine Höhle. Sieht zumindest nach einer aus. Aber ich sehe nichts. Ich erkenne gerade nichts. Ich muss jetzt auf den OBS-Bildschirm gucken. Da ist es heller. Auf meinem Bildschirm sehe ich jetzt nichts. Toll, jetzt muss ich hier rum an den Wölfen vorbei, um wieder rauszukommen. Und an den Blutfliegen. Beeilen wir mal uns lieber. Nein! Nein! Schnell! Boah, haben wir doch noch überlebt. Haben wir noch geschafft zu entkommen. Okay, da springen wir nicht nochmal runter. Vor allem, wir sind jetzt hier auch gerade dummerweise in der Nacht unterwegs. Gut, dann erstmal was essen. Fleisch haben wir jede Menge. So, und noch einmal. So, dann schauen wir mal. Da haben wir einen einzelnen Wolf alleine. Machen wir hier auch noch mal ein Safe Game. Wenn der Wolf alleine ist, dann kommen wir gegen den klar. Ja, nice. Safe Game. Hat der Wolf irgendwas? Ne, der Wolf hat nichts. Ah, da vorne ist aber ein Varan, meine ich. Aber wir können dann jetzt zu Fingers gehen und noch eine andere Fähigkeit lernen. Da ist der Varan. Gehen wir außen rum. Nicht an ihm direkt straight vorbei. Dann können wir von Fingers jetzt noch eine Fähigkeit eben erlernen. Dann haben wir da noch mal einen Aufruf. So. Naja, und noch mal vielleicht was essen. So, Fleisch haben wir mehr als genug. So, wo haben wir Fingers? Und wir müssen irgendwie die Butlerrüstung kriegen. Zumindest die Butlerhose da, die eine. Die für 500.
Denn die scheint, glaube ich, sogar besser zu sein als die, die für 250 Erz ist. So, was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schlösserknacken, Taschendiebstahl. Ich will ein guter Taschendieb werden. Vergiss es. Ohne dass du schleichen kannst, wirst du niemals ein geschickter Dieb. Okay, dann will ich lernen, wie ich mich lautlos bewegen kann. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit, ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich. Okay, dann Schlösser öffnen, Stufe 1. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Du bist jetzt schon besser. Ah, okay, ich habe jetzt nur noch die beiden hier übrig. Warte mal. Wie viel habe ich denn? Ich habe nur 10 Lernpunkte. Ich kann die also nicht leisten. Wo finde ich Kavalon? Wo finde ich Kavalon? Er jagt in der Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Westlich des alten Lagers beginnt eine breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Dort findest du ihn. Okay. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja. Nochmal 100 Erfahrungen da. Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Ah, okay, nice. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Okay, dann einmal nochmal mit Diego quatschen. Boah, ich find's nice, dass Matt uns jetzt in Ruhe lässt, nachdem wir ihn verkloppt haben. So, da ist Diego. Kann ich einfach so zu ihm rein? Ich würde gerne mit Diego quatschen. Ja gut, nehme ich ihm seinen Becher weg. So. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay, da kann ich bei ihm Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, machen wir noch einmal. Geschick und Stärke. So. Und nochmal Stärke. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Jo. Mach's gut. So, okay, dann. Zu Kavalon gehen wir ein andermal. Was ist denn los? Wir wollen jetzt hier wieder was. So, dann können wir jetzt einmal riskieren, mal gegen die Wölfe nochmal da hinten. Gegen die Warane kommen wir noch nicht an, aber ich will jetzt auch ins Sumpfgebiet da kommen. Warum ist es auch schon dunkel hier? Immer noch mitten in der Nacht. Also, vielleicht auch eine gute Idee, hier ein Safe Game zu machen. So,
Wie sieht es eigentlich mit meiner Statistik jetzt hier aus? Stärke 25, Geschick 30. Mana nur 5 von 5. Lebensenergie 88 von 88. Okay. Schlösser öffnen, ausgebildet, 50%. Taschendiebstahl ungeübt. Da muss ich wirklich noch Taschendiebstahl lernen. Und ich habe noch keinen Plan, wie schwer das dann sein wird. Hier haben wir wieder die Warane. Die Leichen sind gedespawnt. Dann schauen wir mal, wie leicht wir hier jetzt durchkommen. Ah ja, stimmt, da waren ja die Wölfe. Ich mach mal einen Bogen um die. Da haben wir auch nochmal Wölfe. Jo, war klar. War klar, dass das passieren wird. Gehen wir mal durch den anderen Eingang. Ist in der Truhe was Neues drin? Nö. Hier haben wir nichts Neues. Wäre schön gewesen, wenn da jetzt irgendwie was Neues hinzugekommen wäre. Wohl den Weg könnten wir auch mal nochmal ausprobieren. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Vielleicht kommen wir auch schon gegen die Dinos an. Ja, stimmt, hier war ja Cavalorn, genau. Aber den Weg. Ah, ne, da geht's ja zu den Orks. Oder? War das zu den Orks? Das war, glaube ich, wirklich zu den Orks. Da hinten durch. Boah, ich will's mir einmal ansehen, wie weit wir da zurechtkommen. Ja, Orks glaube ich aber auch, dass das die großen Endgegner sind. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ja, ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. Ich will trotzdem. Komm. Ich will's mal riskieren. Ich sehe da auf jeden Fall ein paar Viecher. Ich muss jetzt oben auf den gucken, weil. Da hat mich was im Visier, glaube ich. Das ist ein großer Wolf. Jo, keine gute Idee. Wachhund. Jo. Wachhund, nein. Okay, Orkhunde. Das sind Orkhunde. Okay, gegen die komme ich nicht an. Oh, ich habe hier erst gespeichert. Ja. Okay. Habe ich Mist gebaut. So, sonst gab es da oben aber nichts. Außer vielleicht den dunklen Wald, der auch noch zur alten Mine führt. Ich könnte es aber nochmal in der alten Mine versuchen, weil wir ja jetzt von Diego geschickt wurden. Die Aussage haben auch von Diego. Dass wir da von ihm geschickt wurden, dass wir das nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Weiß nicht, habe ich jetzt noch. Ich habe nur Auftrag von Taurus erfüllt. Gescheitert habe ich jetzt bisher noch nichts. Händler im neuen Lager, Lehrer im neuen Lager, Lehrer außerhalb der Lager, Händler im alten Lager, Lehrer im alten Lager. Mehr haben wir nicht.
5 Tage haben wir schon im Game verbracht. Überlebt. Oder hat der 5. Tag gerade erst begonnen? So, dann hier nochmal runter. Wir können aber auch mal kurz mit Kavalon quatschen. So, mal gucken, was bei ihm so das Lernen kostet. Avalon, kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, Schleichen 10 Punkte, Bogenstufe 1 10 Punkte. Ah, okay, Schleichen kann ich bei ihm dann lernen. Und Bogen nochmal. Zeig mir deine Ware. So, der hat auch nochmal 200 Erz. So, was... Okay, mit den Dingern kann ich nichts anfangen. Hier noch, was ich nicht brauche. Die geben alle Lebensenergie. Bier kann ich für Quests gebrauchen. Rohfleisch. So, die Dinger brauche ich noch. Spitzhacke lasse ich auch noch mal da. So, dann machen wir da. Und Enter. So, wie viel Erz haben wir jetzt? 208. So, dann machen wir auch nochmal jetzt wieder ein Safe Game, weil wir jetzt nochmal ein bisschen Erz gesammelt haben. Erz ist auf jeden Fall schon ordentlich. Ah, da waren wir schon. Bin ich hier richtig? Oder waren hier die Dinos? Ich glaube, hier waren die Dinos. Ah, hier, nee, hier haben wir noch einen Dude. Aidan. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Häuten von Reptilien kosten einen Lernpunkt 100 Erz. Krallen abzuziehen kosten einen Lernpunkt 50 Erz. Fell abziehen kosten einen Lernpunkt 100 Erz. Und nochmal 10 entfernen. Boah, da kann ich später auch nochmal gut nutzen. Komm, Becher nehmen wir ihn weg. Sonst gibt es hier aber auch nicht viel, ne? Waren hier aber nicht die Dinos? Aber das Häuten und so weiter, das wäre jetzt eine gute Idee, wenn wir das auch noch irgendwie nutzen. Bin ich jetzt richtig? Ah jo, okay. Da vorne ist schon richtig. Ist aber ein anderer Weg, den ich hier gerade irgendwie gehe, oder? Ne, doch nicht. Da sind noch ein paar Scavengers. So, machen wir hier ein Safe Game. Wenn da ein paar Scavengers sind, das sind Erfahrungspunkte. Die nehmen wir mit. Jo, komm. Jo, einfach mal 200 Erfahrungspunkte jetzt hier eingesammelt. Und nochmal ein bisschen was zu futtern. So, dann können wir jetzt auch wieder
Gut, dann 16 Fleisch haben wir wieder. So. Das reicht wohl. Jetzt nochmal ein Safe Game. Da haben wir wieder diese Blutfliegen. Ich guck mal, vielleicht finden wir hier noch mehr, was wir ausschlachten können. Für die Blutfliegen, das wäre ein bisschen zu heftig. Warte mal, wie viel Erfahrung haben wir jetzt? Okay, 7500 brauchen wir als nächstes. Ja, komm. Jo, den haben wir. Die Flügel nehmen wir mit. Dann nochmal ein Safe Game. Der hat uns aber keinen Schaden gemacht. Gut, dann nehmen wir den nächsten. Locken wir mal an. Jo. Und, warte. Doch, komm, den. Ja, geil. Okay, der hat uns aber Schaden gemacht. Aber egal, wir kriegen jetzt ordentlich Geld für die. Und nochmal Erfahrungspunkte haben wir ja auch noch bekommen. So. Dann jetzt wieder Safe Game. So, wo führt denn der Weg jetzt hin? Genau, das ist der andere Weg zur Mine. Zur alten Mine. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Maulrats, ja. So, nehmen wir mit. Gibt wieder ordentlich Fleisch. Da haben wir noch einen. Zwei sogar. Jo. Alles einsammeln. So. Jetzt müssen wir wieder was essen. Komm, wir machen die Dinger auch mal leer. Ah ja, und nochmal. Safe Game. Da gucken wir mal, wo wir jetzt hier ankommen. Jo, das ist dann der andere Weg zur Mine. Die Mine müsste jetzt gleich dahinter sein irgendwo. Gucken wir mal hier rum. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Irgendwas Gutes. Das wär's. Vor allem ist es... Wo steht die Uhrzeit nochmal? Hier auch nicht. Hä? Hier. 2.06 Uhr. Mal gucken, was es hier jetzt noch für Gegner gibt. Okay, hier gar keine. Bei der alten Mine. Gut, dann gehen wir einfach mal rein. Und quatschen noch einmal mit Ian. Oh. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Templar, Gornadra. Muss eben auf. Okay. Die stehen hier draußen jetzt Wache. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Das war mir jetzt neu, dass die da draußen stehen. Also. Vielleicht ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo ich jetzt auch hier hinkommen sollte. Gehe ich auf jeden Fall von aus. Hi, Drake. So, die Templer lasse ich auch in Ruhe. Jetzt suchen wir nur ihn.
Hier war der Weg. Und dann hier. Ah, und da ist die Leiter. Okay. Ich übersehe immer die Leiter, wenn ich hier hingehe. Nur wenn ich zurückgehe. Wahrscheinlich nicht. So. Ne, das war Aaron. Ian war noch weiter unten, meine ich. Genau, da unten. Da war Ian. So, dann sind wir hier, dann kann ich jetzt hoffentlich nochmal mit dem quatschen. So, Diego schickt mich, ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Jo, alles klar. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Alles klar, jetzt haben wir die Liste, dann können wir jetzt zu Diego wieder zurück. Nice. So. Das finde ich jetzt super, dass wir das jetzt so schaffen. Fand ich aber auch lustig, dass vorher der einfach gesagt hat, dass so verpiss dich. Finde ich super. Alle hier einfach keinen Bock auf einen haben. Im Grunde schon, also. Boah, da freue ich mich dann auch schon. Hier auf Gothic 2 und Gothic 3, da soll es ja genauso sein. Hier bist du einfach nur Dreck. Hier bist du nichts wert. Oh, Höhlenpilze, nice. Nehmen wir mit. Rabenkraut können wir wieder verkaufen. So, okay, hier. Ah, jetzt geht's. Okay, dann auf zurück zu Diego. Für ihn haben wir das erfüllt. So. Was ist jetzt mit der Musik los? Okay, die Musik war gerade. Das wäre schon lange geklärt. Die Musik war gerade sehr überraschend. Aber gut, wir gehen jetzt wieder zurück zu Diego, geben einmal die Liste da ab. War doch hier, glaube ich, der Weg, oder? War das hier der Weg? Ah ja, das war der schnellste Weg eigentlich, durch den Wald. Wo oben die Wölfe sind, die immer noch ein bisschen zu stark für uns sind. Jetzt einmal durch die ganz dunkle Höhle. Okay, ihr... Also auf OBS zumindest, ist das ein bisschen deutlicher zu erkennen, ein bisschen heller. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das am Ende in der... Folge auch dann so sieht. Oh, Orkblatt. Wie habe ich den dann übersehen? So. Aber sind denn eigentlich jetzt die beiden Lager hier oder die drei Lager richtig verfeindet oder sind die einfach nur so, also führen die auch Krieg gegeneinander oder sind die einfach nur da quasi, so sozusagen wie drei verschiedene Regierungen, das frage ich mich hier. So.
So, und dann sind wir auch schon gleich bei Diego. Okay, dann machen wir so. Ich penne bei Diego im Bett. Bis zum Morgen. Super, dass Diego zumindest nicht meckert, wenn ich bei ihm in der Hütte bin. Da haben wir wieder Grimm und Schatten. Da ist Taurus wieder. Wo haben wir? Da ist Diego. So, ich habe die Liste von Ian. Ich habe die Liste von Ian. 750 kriegen wir. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Erzähl mir was über das Alte. Nee, wir wollten das hier. Wie steht's mit meinem? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein erstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Taurus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Jo, alles klar. Dann nur noch Dexter. Nur noch Dexter und Skelty. Muss ich schaffen. So, Dexter war ja auf der anderen Seite. Und für ihn musste ich ja... Was musste ich jetzt für Skelty machen? Rezept der Sekte. Der Schattendexter am Marktplatz hat mir aufgetragen, für ihn ein Rezept vom Guru Kalom im Sektenlager zu besorgen. Dexter meinte, ich solle mich als Bewerber ins Sektenlager einschleichen. Das Sektenlager befindet sich östlich vom alten Lager. Okay, dann müssten wir hier eigentlich jemanden finden, suchen, der eventuell zum Sektenlager gehört. Butler, Schatten. Manche lernen eben gar nichts dazu. Hier haben wir nur die Butler und Schatten. So. Wahrscheinlich hinten im Marktbereich. Da müssten wir wahrscheinlich noch jemanden finden, der hierzu gehört. Ja, genau, das sind die drei Kämpfer aus den drei Gebieten, aus den drei Lagern. So, dann einfach nur zurück zum Marktplatz, dann suchen wir da jemanden. Ah ja, und dann können wir hier auch erst einmal die Dinger hier alle schön rutzeln. So. Müssen wir gleich alles voll haben. So, wie viel haben wir? 93. Keine Ahnung, ob wir die auch dreistellig kriegen können. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Butler. Da haben wir ja Dexter. Für ihn müssen wir da den machen. Hier Butler, Gardist, Fisk, Butler. Ah, bei Pavis. Das müsste der wahrscheinlich sein. Dann würde ich. Achso, das sind Scavenger, die hier ist, ne? Kann schon sein, aber wen interessiert das? Okay. Aber dann würde ich sagen, wir quatschen mit bei Pavis in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!